Akt 2, Alter Hass. Die leichte Brise bringt den Geruch der See in die Düst-Wellow-Marschen. Der Darkspear-Stamm hat dort sein neues Dorf gegründet, sowie die Tauren in ihrer Heimat, in der Nähe gelagenen... Was? nahegelegenen... Oh Mann, drei Wörter hintereinander fallen. Im nahegelegenen Mülgor aufbauten, nachdem sie die Unterdrückung der Zentauren abgeschüttelt hatten. Ich hab keine Lust mehr, ich lief jetzt. Da, da, da. Oh, halt die Fresse. Verpisst euch aus meinem Dorf, ihr Blöde. Grüße, Mann. Euer Besuch ehrt meinen Stamm voll sehr, auch wenn ich weiß, dass ihr andere Geschäfte habt. Ist nicht leicht, sich auf die Insel Terramur zu schleichen. Zum Glück kann euch einer helfen. Er wartet am Hafen auf euch. Folgt der Straße zur Stadt hinaus, um ihn zu finden. Wir haben Gerüchte gehört, dass die Flotte der Menschen im Kanal zwischen dem Festland und Terramur patrouilliert. Pass bloß auf, Mann. Sie könnten euch von der Zauberin fernhalten, die ihr sucht. Hello everybody, this is the Let's Play to Warcraft 3. We are Real Green Tower Games. My name is not Johannes Brode. Doch. And this is Jonas. Ja, wir müssen Samuro treffen und instabile Gebräue platzieren. Warum sagt der Name Samuro mir was? Wir sollen instabiles Gebräu platzieren. Mach das mal. Ja. Ja, dies ist ja Akt 2 von insgesamt 3 der Bonuskampagne, an die wir uns gar nicht mehr erinnern konnten und gar nicht mehr wussten, dass das so ist. Was sehen wir hier? Müssen wir da hin? Ich glaube schon, ne? Hier oben? Ja, da blinkt sogar. Wenn's blinkt, dann... Bin zur Spur. Und ich würde sagen, ich klicke da einfach mal hin und dann sehen wir ja schon, wo es lang geht. Hier oben also. Ja, ich bin mir unsicher, ob ich das schon jemals hier gespielt habe. Andererseits weiß ich aber auch noch eine Sache, also muss das ja irgendwie sein. Ich handle instinktiv. Mal gucken, was uns so hier erwartet. Alter, warum wird er so niedergemetzelt? Weil die jetzt alle ein höheres Level sind. Ist jetzt nicht mehr so einfach hier. Oh, ich hab keinen Bock mehr auf diese süßen Wichser-Sprüche, das ist voll langweilig. Ja, wollte ich auch gerade eben noch fragen. Oh, warum habe ich das nur getan? Ah, gut, ist nur der. Doch. Mann, ist der dumm. Ihr seid ein Trickser. So, wo geht's denn hier das hin? Das Dingo. Hallo. Ich kapier schon, Mann. Ach, das ist schon der Wechsel. Küstenstützpunkt. Die Menschen haben an der Küste einen großen Stützpunkt eingerichtet. Ihre Festung, die vor Aktivität brodelt, zieht sich über den gesamten felsigen Strand. Obwohl die Pläne der Menschen immer noch unbekannt sind, kann ihre Anwesenheit für die aufstrebende Gesellschaft von Dorotar nur Ärger bedeuten. Hallo. Hi. Fromka, Bruder. Ach. Ich bin Samuro. Meine bescheidenen Fähigkeiten gehören euch. Vol'jin vertraute mir einen Satz Sprengladungen an, die mit einem instabilen Gebräu gefüllt sind. Wenn ich sie an wichtigen Gebäuden anbringen könnte, würde euch die Ablenkung genug Zeit verschaffen, mit diesem Boot den Kanal zu überqueren. Das kommt mir bekannt vor. Mit dem instabilen Begräu jetzt. Begräu. Okay, wir steuern den sogar. Klingenmeister. Mhm, meine Klinge, Suchdrache! Ein mechanisches Tier. Geil. Wo sind denn die anderen? Bam, 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 bin ich nur bam, der? Bam, bam. Alter. Nee. Bop, bop, bom, kann ich nicht spielen. Bop. Die bleiben zurück, bevor Samuro... Geil, er schleicht sich verstohlen in die feindliche Basis. Ja, darum musst du die Fähigkeit aber auch benutzen dann, ne? Ja, erstmal gucken, warten muss. Ja, wieder ein Held für die Multiplayer-Modus. Ja. Der ist Level 10, Mann. Das ist ja crazy, ey. Boah, wie er sie niedermacht. Hä? Blutbeak. Ja, töte ihn. Woher weiß ich plötzlich, dass es ein Töten ist? Weil der
Wildekin gesagt hat, ey, mein Boss würde ich töten, du Mackerzacker. Aber ich komme da oben gar nicht hin. Mackerzacker. Was ist das? Mackerfacker. Mackerfacker. Ich höre und gehorche. Okay, ich kann mal sowas hier machen. Bin ich ganz oft da. Du schätzt diesen Helden nicht, ne? Das ist der geilste von allen. Ich hab gar nichts gesagt. Ja, ich will sowas machen. Ja, aber ich bin gleich tot, darum schätze ich den. Schnell. Nimm den. Siehst du, darum schätze ich den nicht. Wenn du dich die ganze Zeit von der angreifen lässt. Was liegt da? Verhext. Weil mir fehlt so Nisha und sowas. Wenn wir der hier mitmacht. Kann er nichts für, dass er keine Freunde hat. Doch. Alter, ich sterbe jetzt. Klingensturm! Yeah. Hattest du nicht auch beim Hüttenspinnen? Ja, Mann. War, glaube ich, nicht direkt Samuro, aber es war der Held. Das war das Ding überhaupt nicht. Doch, ich hole mir hier irgendein Item. Oh. Ja, das ist echt was. Oh Mist, er ist tot. Unser Held ist tot. Das ist schön, dass man hier wieder ist. Ach, guck mal, hier hätte ich das auch schon machen können. Es wieder zu versuchen. Gut. Diesmal werden sie mich nicht mal kommen sehen. Ja, echt, ich sollte es da wirklich einfach durchschleichen. Hä? Mann, das da oben ist die Zwischenquest, die zu töten. Du. Ja, warum machst du das denn? Alter, ich hasse dich. Was bringt schon Nebenquests? Warum spielst du so, das Spiel überhaupt? So, jetzt habe ich nämlich einen Ring der Regenerini. Remi Demi, hey. Oh, und hier ist ein Mana-Brunnen. Und vor allem, jetzt habe ich nicht mehr diesen Heilstrahl da von dem anderen. Und dafür Handschuhe, der heißt. So. Du hast doch Wein, warum hast du den nicht getrunken? Oder Bier oder sowas? Was? In deinem Inventory. Was ist da in deinem Inventory? Hast du irgendwann mal zugehört, was unsere Aufgabe ist, oder was? Ich meine, ach, das sind die ich dachte, das wäre was zum Trinken, damit du Leben wiederkommst, du Arschgefick. Ja. Anscheinend wird das auch nicht unsere einzige Aufgabe hier sein, ne? Weil hier unten ist ja noch ziemlich viel Spieß. Oh, ich bin nicht hier. Das stimmt. Ja, ich kann leider diesen Klingen-Dings nicht nochmal machen, warum bringt mir das überhaupt nichts? So schnell das sein. Toll, da kann ich das nochmal machen. Ich bin doch schon wieder jetzt tot. Wenigstens den noch töten. Das ist schon tot. Bin ich nochmal tot. Unser Held ist das eigentlich irgendwas? Ich bin bereit, es wieder zu versuchen. Ich meine, der verliert ja nicht diesmal mal. Diesmal werden sie mich nicht mal kommen sehen. Ich glaube nicht. Nervt nur voll ab. Ja. Ist man damit schneller? Ja. Heißt ja Windlauf, du Arschgefick. Guck mal, wie schnell er ist. Stirb. Kostet meine Klinge. Es war sogar ein 100%iger kritischer Schlag, glaube ich, danach. Oder irgendwie erhöhte kritische Kacke. Sam. So, das tue ich weg, weil das kann ich eh. Vor zu Griechewahl! Aber dann könntest du das zusätzlich machen, dann ist alles voller Schattendoppelgänger. Super klasse. Wie bei Naruto. So. Das wäre getan. Das war's auch. Mehr bringt das hier gar nicht. Richtig. Das heißt, ich muss hier lang. Jetzt geht das Schleichen los. In meinem Hals ist ein großer Kloß. Dann räuspere dich doch. So räuspern. Ja. Oder um es anders auszudrücken, kräuseln. Was ist das nochmal? Weiß ich nicht. Ja, Lord. Gut. Dann werde ich es hier immer aus deiner Erinnerung. Du wolltest irgendwann mal räuspern sagen, meintest du, und hast Kräusel geschrieben oder so.
Hallo, ihr da draußen vor der Stereoanlage. Mann, ich will das haben. Ich mach mal dieses Tier. Ey, ich hab schon 4. Warum? Das hab ich eh für immer, ist ja die schon die ganze Zeit. Was bringt der Scheiß? Das spioniert aus. Ja, dann schick das mal durch die Gegend. Hallo, ich bin ein Schwein. Schick das zum letzten Punkt. Damit das schon mal einen Weg bahnt. Na. Oh, guck mal. Ach, reden Schweine so? Ja. Gut, da greifen wir natürlich... Nee, das geht ja, ich habe keinen Weitangriff, ne? Ich kann nicht die Fässer... Schick die Schattendoppelgänger hin. Eigentlich machen die keinen Schaden, aber da du auch... Während er unsichtbar ist. Ach so. Hä? Naja, schick mal einen Doppelgänger hin. Eigentlich machen die keinen Schaden, sondern tun nur so, ja, aber vielleicht geht das ja bei Fässern. Nein, geht nicht. Aber jetzt sind sie abgelenkt, jetzt kannst du einfach draufschlagen. Ja, ich mach das jetzt. Ja, ich glaube, du kriegst keinen Schaden, das haben die schon bedacht. Ja, okay, das geht. Das war ja süß. Welches ist meins? Das sogar, was ich anklicke. So, da muss ich jetzt durchschleichen, ne? Ja, das werde ich sagen. Immer dem Schwein hinterher. Ich schleiche wie Idioten. Ich schleiche. Der macht dich sichtbar! Oh nein! Lass nach rechts. Muss ich nicht jetzt irgendwie wieder um den Kreis gelaufen? Bin ich nicht so arsch. Okay, aber da komme ich ja nicht ran. Ach doch. Scheiße. Hättest du gleich am Anfang machen können. Ja, mach mal, sonst wirst du gleich mitten in den Leuten sichtbar. Ich mach das jetzt hier schnell kaputt. Komm da durch. Ja, mach. Ich lauf weg. Ich bin so schlau. Jetzt da nochmal dasselbe. Heisch. Schneller! Jetzt wieder. Ja. In so ein Assassin. Ach, deine Mutter ist eine Assassine, wie alle mal das Assassinen Boah, nennen, ey. So wie Assassin's Creed 4 nennen sie Assassinen. Da will sie das scheiß Piraten machen. Ich höre und gehorche. Hä, ja, das sehen die bestimmt nicht. Das war doch die ganze Zeit schon so, oder nicht? Was hast du gerade hingesetzt? Instabile Gebräue. Ja, Mann, die denken, das ist was zu trinken. Oh, da hat uns immer eine Lieferung Bier geschickt. Hey. Wie lang bleibt denn das? Oh, ziemlich lang. Ich höre und gehorche. Schwein. Vielleicht hast du das ja jetzt auch gerade so, dass es nur durch einen Schlag weggeht. Das wäre natürlich heftig. Kannst dir mal gucken. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich stehe euch zu Diensten. Ich folge dem Schwein. Das war bei Alice im Wunderland auch so, ne? Und gehorche. Muss ich das verstehen? Ja. Nein, du bist einfach nur dumm. Okay. Voll das. Oh. Nee, brauch ich nicht. Hä? Ich höre und gehorche. Jetzt hast du keinen Mana mehr. Ich habe einen Mana-Trank. Und was war das für eine Rune? Heilung. Was ist das für ein Didgeridoo im Hintergrund? Was? Da war eben Didgeridoo im Hintergrund. Hm. Oh. Habe ich dann keinen Mana mehr? Kostet gar nicht meine Klinge! Heisch! Ja, Mann, die standen alle drin, ey. Ich höre und gehorche. Teramor infiltriert. Biatch. Oh nein, die ganze Stadt wird heftig zerstört. Da stand ein Schwein. Man kennt auch ein anderes sein. Auch voll gut, dass die ganze Zeit an ihren Türmen Sprengstofffässer stehen haben. Ja, für die Notsprengung. Jaina Proudmoore, ich bin Rexar.
Ich bringe eine Nachricht von Kriegshäuptling Sral, den ihr zu töten versucht habt. Er möchte wissen, weshalb eure Krieger in unser Land eindringen und uns mit Krieg drohen. Was redet ihr da? Ich trachte Sral nicht nach dem Leben, noch gedenke ich, den Pakt zu brechen, den wir geschlossen haben. Vielleicht. Doch die Tatsache bleibt, dass eure Schiffe und Krieger unsere Siedlungen auf dem Festland überfallen haben. Ich musste ein großes Lager umgehen, nur um zu euch zu gelangen. Ich versichere euch, ich habe keine Angriffe befohlen. Bringt mich zu diesen Truppen, Rexar. Ich möchte mich selbst überzeugen. Rexar, das scheinen mir keine Menschen zu sein. Diese Schlangenwesen, sie müssen das Lager zerstört und eure Brüder ermordet haben. Das war ein komischer Schnitt gerade. Ja, ich hab's auch nicht ganz. Okay, jetzt haben wir also Jayne, oder? Was kann die denn? So weit hatte man die nie. Massenteleportation, super. Aber das bedeutet, ich kann dieses eine Item wegtun. Jetzt jede Fähigkeit scheiße ist, die dich heilt, ne? Hä? Ihr seid die mich heilt? Ja. Was hat das mit Heilen zu tun? Dann soll ich die Scheiße finden. Du findest jede Scheiße, die nicht heilt. Egal. So, jetzt kann ich hier... Irgendwer hatte ein Item, wo man sich mit zum Dings teleportieren konnte. Ja, die hat das. Ne. Was war das nochmal? War das nicht dieser Kristall, den Rexar hat? Hä? Hast du den gar nicht mehr? Bestimmt haben sie dir den weggenommen. Nee, hätte ich einen Platz frei. Naja. Vielleicht liegt der da ja. Was ist denn jetzt unsere Aufgabe? Naga-Unterschlupf erreichen? Ja, hier sind einfach jetzt auch die Naga kommen hier vor, wusste ich gar nicht mehr. Das wusste ich auch nicht mehr. Aber wie gesagt, wir wissen eh fast nichts mehr von dieser Kampagne. Die haben wir einmal gespielt oder so. Misha! Hey! Seit wann kann sie denn fliegen? Hä? Muss ich durch diese Barrikade? Wo muss ich denn überhaupt hin, Mann? Wo ist der Naga-Unterschlupf? Keine Ahnung, da ganz links ist irgendwas Grünes, das sieht sehr... Hier geht's lang. Auf der Pirsch. Ah ne, da hast du angefangen. Oh. Ich handle instinktiv. Wo ist der Samuro hin? Einfach den Naga füllen. Weiß ich nicht. So ein Arsch. Ja, fliegt Misha durch die Gegend. Jetzt haben wir ja dafür Jaina. Dieses Prachtmeer. Ich habe Witterung aufgenommen. Alter, wie Rexar gehauen wird. Ihr seid ein Rätsel. Alter! Darum! Rexilein! Mach Sachen. Du hast auch noch die ganzen Items nicht benutzt. Der ist tot. Du hattest noch so eins, das macht so einen Blitz. Kettenblitz. Jaina kann ja auch Sachen. Hört sich interessant an. Ich kann Sachen? Das hört sich interessant an. Ja. Er macht das. Was? Er macht das alleine. Warum macht Misha nicht? Warum steht die da nur rum? Jetzt ist hier der Stein. Wir werden angegriffen. Jagt sie raus. Guck hier, den fertig der ist, ey. Ja, wegen dieses scheiß Kack-Mega-Fähigkeit. Ich war irgendwie voll nicht drauf vorbereitet. Ich wusste nicht, dass hier plötzlich so viel sind. Ja, ich glaube, die sind auch irgendwie alle nicht reingelaufen. Die sind da bestimmt immer alle um den Kreis gelaufen da. Meine Beute naht. Warum macht Jaina Feuerangriffe? Das passt überhaupt nicht. Sie ist einfach nur elementar, ne? Sie ist nicht irgendwie Eis oder so. Sie ist einfach nur elementar. Wasser, Eis und Eis. Mach halt auf deine Fresse. Ich kümmere mich darum. Ich halt jetzt meine Fresse, okay. Nein, Johannesbrot. Ja, was mache ich denn jetzt mal so? Ich kapier schon mal. So sowas. Bin zur Spurensuche bereit.
Schön heftige Fights hier. Ja, es soll ja auch nicht langweilig werden. Aber ich meine, wir sind erst im zweiten Kapitel, aber schon auf... haben schon alle Dingsens hier. Dingsens. Alle Fähigkeiten. Naja, ich bin gespannt, was uns hier noch erwartet. Ihr seid ein Trickser. Ich kapier schon mal. Oh, neuer Stein. Der Weisen? Es gibt doch noch einen. Ein Trickser. Das Ding. Dort muss irgendwo das Nest der Schlangen sein. Wenn wir die überlebenden Menschen finden, können wir feststellen, ob sie unserer Sache dienen oder nicht. Das stimmt. Ihr seid ein Trickser. Man, ich weiß irgendwie, was ich machen soll. Meine Beute nach. So viele Möglichkeiten. Ich kapier schon, Mann. Hallo. Für den Darkspear-Stamm. Sieht hier voll. Wir sind hier voll getarnt. Ihr seid ein Trickser. Palmen. Murlocs? Wollte ich nochmal so sagen. Ach, das macht nichts. Das kann jedem mal passieren. Wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, mache ich immer gar nicht. Aber ich habe hier noch so ein Totenbeschwörungsding, ne? Oh. Dass du immer nur in heftigen Fights benutzen willst und in heftigen Fights lohnt sich das immer nicht. So, das ist doch jetzt gleich. Wenn die alle tot sind, dann habe ich die Abo. Aber nicht forever. Ja, aber reicht das für die nächsten Kämpfe? Ja, mach einfach mal. Scheiß drauf, ich brauche Platz. Aber erstmal müssen die alle tot sein. Was macht die ganze Zeit? Keine Ahnung. So. Entfesselt meine Kraft. Er hat gerade seine Kraft entfesselt. Oh, jetzt kommt hier ein Video. Nee, du musst jetzt ein Zeppelin kaufen, oder was? Nee. Lasst euch Zeit. Schaut du musst hier überhaupt nicht hin. Schnell! Hä? Du bist irgendwie... Ne? Gerade jetzt habe ich hier gemacht. Unsere Wege da, da. Ach, da blinkt's ganz links. Guck mal. So.